Na dann, auf Nicht geht's, hab die so. Decks getauscht und los geht's. Und der Oscar für. So. Okay. Wieso hast du Special Events drin in deinem Stream? Was läuft Weil wir da? nachher noch Minecraft machen und jetzt ich nicht wusste, ob ich jetzt gerade das Dokument hier eintrage und ja, passt Okay, ja. cool. Passt ja mehrere Spiele und wir spielen mal wieder zusammen und ja, ist ein Special Event. Oh, so, wir sind schon wieder im Spiel. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Ich habe Timeouts auf Null gesetzt, von daher. Okay. Damit was loswerden. Na dann. Und der Oscar für Dummheit geht an Mongoose. Oh Mann, ey. Das ist schön. Er ist so stumpf, dass er wieder gut ist. Irgendwie schon. Ah, und der Oscar für zu viel Haargel geht an Niggefecker. Oh Mann, ey. Hast das N-Wort gesagt. Oh nein. Und Du der bist der, Oscar der für spielt. Spaß für die ganze Familie geht an den Freizeitpark Auschwitz. Spaß bis zur Vergasung. Channelband. Und Channelband. Okay, gut, wir haben also diesen Punkt erreicht. Habt ihr da Wir eine kriegen schwierige Frage? noch mein Channel gewandt. Okay, Das kriegen wir heute noch das hin. ist die geilste Fickung. Das Ich schmeiß das Deck wieder raus. kriegen wir heute noch hin, mich auf Twitch zu bannen. Ich habe soeben das eine Deck wieder geschmissen. Ja. Oh. Okay, Batmans heimliches Laster. Oh Gott. Oh Und Nein. sehr schön. Was Oh zum Fuchs sind das für Karten? Wir sind sehr gut. So ein wunderschöner Bullshit. Und ich habe gerade erst rausgefunden, dass ich halt wirklich Decks währenddessen rausschmeißen kann und neu einfügen. Du kannst deine ganze Hand wegwerfen, das ist auch gut. Das ist sowieso immer gut. Ach, fuck, it passt. Na dann, So, Morty, du Modi. darfst. Was ist Batmans heimliches Laster? Es ist das Blut des Antichristen in die Adern spritzen. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob das sich tatsächlich schon mal irgendwo so vorgekommen ist. Tja. Das klingt eher nach Superman. Abtreibung. Oh Oh, Mann, ich hab's ey. gerade enthüllt. Sehr schön. Okay, oder natürlich, es ist Hitlerbärtchen. Natürlich. Aber sieht man das bei ihm nicht direkt? Ja. Da geht's doch direkt rund mit. Okay. Na mal gucken, was dann als nächstes kommt hier. TSA-Richtlinien verbieten nun in Flugzeugen. Okay. Ach, wir setzen die Geschichte einfach fort. Diese ganzen Karten sind so unglaublich stumpf. Nee, ich mach das hier. Ja. Ich habe hier zum Beispiel einfach die Karte, ein Gnom mit einem Das nehme ich. Riesenpenis. Ach, die Karte! Die erinnere ich mich noch. Ja gut, ich habe hier teilweise Karten, wo einfach nur draufsteht Transvestiten. Aha. Tja, das ist sogar noch aus dem Originaldeck. Ich weiß. Na dann, ich muss mal wieder Ja. vorlesen. TSA-Richtlinien verbieten neuerdings in Flugzeugen tote Babys. Außerdem verbieten sie in Flugzeugen vom Teufel besessen sein. Verdammt! Ist auch verboten. Okay, außerdem ist verboten, wenn man mit Flugzeugen reist, nach neuen Verordnungen Sex mit dem Piloten. Tja, im Flugzeug natürlich. Ist das schon irgendwie Ja. verständlich? Sehr schön. Tote Babys ist immer. Das ist meine Granate. Tote Babys sind meine Schwäche. Ja, das hast du gesagt. Aber auf deinem Stream.
Wollen wir was anderes nehmen, oder? Ja, ich glaube, den schmeiß ich. Meine größte Enttäuschung. Ja. Molly sammelt hier alle Punkte ein. Ich habe jetzt übrigens zum dritten Mal hintereinander, obwohl ich es rausgeschmissen habe, die Karte natürlich Auslese gekriegt. Sehr schön. Du sollst wohl aussortiert werden. Na dann, stimmt ich. Meine größte Enttäuschung ist Spargeltee. Ja, das ist wirklich, das könnte wirklich eine Enttäuschung sein. Ja, ich glaube auch. Ansonsten Alkoholismus. Das ist nicht so lustig, wie es klingt. Modi kennt sich damit aus. Modi hat die Expertise. Ansonsten noch meine größte Enttäuschung ist, Vorgeben zu verhüten. Ja. Yay. Mein erster Punkt. Alkoholismus. Was möchtest du nicht in deinem chinesischen Essen finden? Okay. Ich hab jetzt nimm mal das. Die Karte Transvestiten gekriegt. Dann gibst du doch mal aus. Die Karte will dir was sagen. Irgendwie schon. Weg damit. Löschen oder abgeben. Gott, das ist so stumpf. Das ist Modi ist jetzt, glaube ich, dran, oder? Oder bin ich dran? Ja, Modi ist dran. Was möchtest du nicht in deinem chinesischen Essen finden? Ein chinesisches. Sehr schön. Oh mein Gott. Du möchtest auch nicht finden. Analdin. Hä? Was? Okay. Du möchtest die Porni-Variante von Aladdin. Du möchtest auch das Batmobil nicht finden. Batmobil. Logischerweise. Sehr schön. Ich hab's sogar selbst geschrieben. Ein Prof. Ein guter Prof. Aber die Karte ist halt nur sehr spezifisch, das ist es halt. Die funktioniert eigentlich fast okay, nur mit das dieser nehme ich. Karte. Das ist so okay, random. Ich kann wieder ganz am Hand wegwerfen, like holy fuck ist das alles. Das ist einfach perfekt, diese Karte. Ja. Sehr schön, das passt so gut. Ich bin dran. Ja. Okay. Wie riechen alte Leute? Ja, das werden wir jetzt erfahren, indem ich hier drauf klicke. Sie riechen wie Pisse. Och Mann, ey. Oh Mann. Wir werden okay. Auch einfach nur noch immer stumpfer. Ja. Ich glaube, wir haben das unterste Niveau erreicht. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können noch tiefer. Das geht noch tiefer. Ja. Außerdem riechen alte Leute nach Tod und Enttäuschung. Wie gesagt, das geht immer tiefer. Okay, geht's noch tiefer? Ja, wie riechen alte Leute? Sie riechen Geruch alter Leute. Och Mann, ey. Stumpfer können wir es echt nicht. Stumpf. Ist so stumpf, dass ihr gut ist. Yay. Geruch alter Leute. Das hat so gut gepasst. Oh mein Gott, die Karte passt. Sehr schön, das nehme ich. Ich habe endlich meine Karte. So na dann, du musst vorlesen, Prof. Bei mir auch. Oh, um nicht einschlafen zu müssen, denke ich an eine fette Frau in einem Smart. Okay. Um nicht einschlafen zu müssen, auslachen. Außerdem denke ich an Stefan Raabs Grinsen. Ja. Und, oh, aber am besten funktioniert es natürlich immer, um nicht einschlafen zu müssen. Und dann denkt man einfach an Rammstein. Ja. Ja, ich weiß, es ist wahr, oder? Naja, wenn man Durst in seinem Schädel dröhnen hat. Dann versuch mal so einzuschlafen.
alles ist aber Stefan gut. Raabs Grinsen ist auch nicht schlecht. Das ist. Ja, meine vierte Frau mit einem Smart. Ja. Und schon wieder Morty. Immer. Was ist am krustigsten? Aha. Oh Gott. Oh Schreck. Wer ist jetzt dran mit Lesen? Hey, ich vergesse mal die Reihenfolge. Leider. Okay, was ist am krustigsten? Es ist Kinder mit Arschkrebs. Im Englischen kommt die Karte einfach besser. Ja. Okay, was ist am krustigsten? Es ist der besoffenen Freundin nachts Murmeln in den Anus schieben. Okay. Ja. Aber am krustigsten von allem ist natürlich ein Fingernagel im Salat finden. Lecker. Also, crunchy. Yay. Ein Punkt für Prof. Okay. Passt. Oh Gott. Okay. Ich nehme das hier. Ich glaube, noch bösartiger als das hier geht jetzt nicht mehr. Ach, das passt. Geht immer schlimmer. Es geht immer schlimmer. Oh mein Gott, ich habe als Karte die Puderosa Ranch. Yay. Ah, den Film muss ich auch mal wieder gucken. Habe ich letztens erst. Einmal im Jahr. Na dann, wer muss? Ich wahrscheinlich, oder? Ja, glaub du. Jo. Ja, bald gibt es ein neues Sonic-Spiel und damit das Franchise noch gerettet wird, muss Sonic im nächsten Sonic-Game die katholische Kirche zurückbelästigen. Klingt nach Fanfiction. Okay. Außerdem muss Sonic im neuen Sonic-Spiel, damit das noch irgendwie zu retten ist, das Gehalt von Amazon-Mitarbeitern kürzen, um die jährliche Notenwanderung zu finanzieren. Okay. Das klingt sehr spezifisch. Außerdem muss Sonic dann auch noch den Holocaust leugnen. Hier ist genau richtig dumm. Ja. Yay. Ja. Prof lacht sich schon ein. Ja, du musst es vorlesen, Prof. Ja. Während des Sex mag ich es, über zivile Opfer nachzudenken. Schön. Oh ja, immer gut. Da hält man länger durch. Überraschenden Popo-Sex nachzudenken. Ja. Auch eine Möglichkeit. Wenn man halt schnell das Loch wechseln will. Oder alternativ, über 1 Kilogramm Drogen im Rektum. Ja, passt ja ganz gut zum Ab. Das passt zu den überraschenden Popo-Sex. Ja. Oh fuck, da war noch was. Yay. Noch führt Morty. Noch. War nicht mehr lange. Oh, im Knast kannst du 200 Zigaretten gegen eintauschen. Nehmen wir das. Karten sind alle wieder mäßig. Was könnte ich denn hier reintippern? Ich hab doch so viel super stumpfe Scheiße. Ich glaube, ich brauche nie wieder irgendwas schreiben in diesem Spiel. Ja. Ich habe noch gar nichts geschrieben bisher. Na dann auf geht's, Morty. Im Knast kannst du 200 Zigaretten bekanntlich gegen Schläger eintauschen. Ja, schön. Oder alternativ auch gegen sexuelle Spannungen. Und? Und natürlich gegen Herzschmelz. Was zur Hölle ist Herzschmelz? Keine Ahnung. Ich das wissen. Ja, gut, dreimal darfst du raten, was es ist. Es ist das, wonach es klingt. Ui. Da gibt es jetzt einen Punkt für mich, weil, okay. Tiebreaker.
Was hätte getan? Lass uns wechseln. Rausschmeißen, oder? Rausschmeißen. Was möchtest du auf keinen Fall beim Sex hören? Okay. Ja, nehmen wir. Puff stirbt vor Lachen. Ich bin gespannt. Puff verreckt jetzt gerade fast vor Lachen. Zwerg, du darfst. Okay, ich darf. Ja, ich freue mich schon. Wenn Puff so schon verreckt, das ist was für lustig. Okay. Was möchtest du auf keinen Fall beim Sex hören? Ich möchte auf keinen Fall beim Sex hören. Ein 2000 Watt Bohrer von Bosch mit Dildo-Aufsatz. Ja, außerdem möchte ich. Mitbewohner und ich schon ausprobiert, also nicht 2000 Watt Bohrer, aber wir haben Dildo auf einen Akkuschrauber geschraubt. Okay. Interessant. Und wie war's? Wir haben nichts Besseres zu tun. Wir haben ihn nicht ausprobiert, da rotierte er ein bisschen zu schnell. Okay. Ja. Also, aus dem. Schraube unten reingespackst. Aus dem möchte ich auf keinen Fall beim Sex hören. Meister Popper direkt hinter dir. Okay, das scheint noch nicht das Lustige gewesen zu sein. Jetzt kommt das Lustige. Was möchtest du auf keinen Fall beim Sex hören? Abschneiden ist die beste Verhütungsmethode. Das hört sich so lustig. Okay. Worüber hat Prof gerade so lustig gelacht? Also ich fand die Abschneiden gut. Ja. Yay. Und da führe ich. Sehr schön. Entspannst du die ganze Familie? Ja, das hier. Das könnte okay, wieder. Das ist gut. Das könnte ein bisschen zu stumpf sein. Das ist gut. Panzer wegwerfen und spielen. Na dann. Ein Spaß für die ganze Familie. Entjungferung. Ein Spaß für die ganze Familie. Ja. Wer wird da entjungfert? Alle. Alle. Oh, okay, na dann. Sehr schön. Ich bin mir ziemlich sicher, mindestens zwei Mitglieder dieser Familie sind ja schon mal nicht mehr jungfräulich. Tja. Ansonsten, mit Erdogan ein Bier trinken und über Pressefreiheit lachen. Ein Spaß für die ganze Familie. Ja. Ansonsten gibt's noch... Ohne Gleitmittel den Partner anal begatten. Ein Spaß für die ganze Familie. Ja, schön. Tiebreak. Wow. Yay. Wie immer. Schatz, setz die Perücke auf und tu so, als wärst du. Schon die Frage ist geil. Ja. Passt. Ich habe auch was Gutes. Ja. Gar nicht so außergewöhnlich, aber passt. So, wir warten noch auf Prof. Bestimmt nicht das Beste. Immer wieder. Oh, ich improvisiere. Die sind nämlich alle wieder scheiße. Prof muss wieder schreiben. So, ich muss jetzt lesen, oder? Ja. Ja. Ja, neulich beim Sex im Bett. Schatz, setzt du die Perücke auf und tu so, als wärst du Asterix. Ja. Wollen wir Details wissen oder lassen wir das so stehen? Ja. Außerdem hat man nachts letztens bei mir im Bett gehört, wie ich rief: Schatz, setz die Perücke auf und tu so, als wärst du Thomas Gottschalk. Sehr gut. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt. Los, die dritte. Ja, die dritte ist ein Mini-Pferd. Das reicht die Perücke, glaube ich, allein nicht so ganz aus. Ja. Ach. Yay! Meine Improvisierte hat gewonnen.
Na, gut improvisiert. Statt Schälchen zähle ich zum Einschlafen immer. So. Passt. Mal wieder. Oh, Göttchen, das Pack ist ja auch nicht raus mit diesem Deck. Der Prof, der muss sich immer noch ein bisschen entscheiden, der braucht ein bisschen länger. Schreib halt fast immer was. Brauchst mal eine bessere Hand. Wer ist dran? Ich mach einfach. Statt Schäfchen zähle ich zum Einschlafen immer tote Balkonpflanzen mit mehr Zigarettenstummeln als Erde. Ja, schön. Sure. Okay. Statt Schäfchen zähle ich zum Einschlafen immer meine Picklandsack. Ja. Okay. Interessant. Ja, wenn man davon einschläft. Oder ich zähle natürlich russische Kellerpornos. Wie viele russische Kellerpornos gibt es wohl? Tja. Also 3 Terabyte bestimmt. Mindestens. Prof hat sie gerade gezählt. Ja. Juhu. Yay. MTVs neue Reality Show. Passt ja gut. Promis unter Palmen oder so. Selbst was. Die sind alle wieder scheiße. Improvisation und Zwergi ist dran. Ich hab nur einen. Ja. MTVs neue Reality-Show. Und jetzt Promis unter Tan. Promis, die gerade qualmen. Promis unter Tan genannt. Promis, die gerade qualmen genannt. Zeigt 8 verliebte Promis, die mit Profs Auto für Cards Against Humanity-Karten zusammenleben. Ah ja, wenn es also von dem die Karte ist. Okay. Außerdem Promis, die qualmen, zeigt außerdem Promis, die zusammen mit ein Glas mit den eigenen Flatulenzen zusammenleben. Außerdem in Promis, die qualmen zu sehen, demnächst neue Promis, die einziehen und zusammenleben mit der Leiche von Wendler. Ich kann mich nicht entscheiden, ist beides gleich gut. Ein Glas mit eigenen Flatulenzen oder Wendler, da nimmt es nicht viel. Yay! Und Molly ist der Letzte. Natürlich ist die Karte von dir. Ja, das war doch klar, oder? Ja. Das war sowas von klar. Ich hab schon was. Nee, warte, ich nehm das hier. Och Gott, ist die bösartig, krebskranke Kinder vergewaltigen, weil das Leben sie ohnehin fickt. Uha. Oh mein Gott. Nicht schlecht. Na, dann nimm es. Nee, nimm's nicht, das ist... Nee, das passt ja nicht. Da hab ich was anderes. Du musst lesen. Stimmt, was ist mein Cosplay? Ein brennender Anus? Nicht schlecht. Huh. Und ansonsten, was cosplay ich denn sonst so? Ich cosplaye als Pedobär. Das machen tatsächlich nicht schlecht. Manche machen das das ganze Jahr über. Und ansonsten, Reizwäsche.
Ja. Ey, das war eine große Unterhose. Ey, 90% aller weiblichen Cosplayerinnen. Mhm. Nein, die sind doch nackt, oder? Close enough. Oh, Tiebreak. Ja. Für Prof. Der Prof gewinnt hier schon wieder. Was ist meine geheime Superkraft? Okay, das ist gut, das ist fast. Nehme ich. Ja, Modimus, glaube ich. Okay. Was ist deine eigene Superkraft? Das ist das letzte bekannte Bison-Essen. Mhm. Tasty. Okay, aber meine eigentliche Superkraft ist natürlich unnötige Polizeigewalt. Polizeigewalt steht dort. Okay, Rechtschreibung ist anscheinend nicht meine geheime Superkraft, aber dafür ist es tote Eltern. Ja. Ja, ganz wichtig, kein Geld. Ja, was sagt man dazu? Ja, Mensch, Batman gewinnt immer. Nee, ich nehme das. Sehr schön. Das ist eigentlich ganz gut. Na komm, Prof. Du darfst. Ich muss vorlesen. Beim Schachspiel gibt es eine neue Redewendung. Man sagt jetzt nicht mehr Schachmatt, sondern man sagt, wenn man gewonnen hat, nach Valhalla. Hätte sogar Stil, ganz ehrlich. Mhm. Aber dann machen. Musst du einen Helm mit Hörnern tragen. Aber auch ja. Nur dann. Du setzt den auf. Hm. Ja, genau. Nach Valhalla. Du ziehst einen Stein und setzt währenddessen schon den Helm auf. Ja. Außerdem sagt man, wenn man im Schach gewonnen hat und den Gegner geschlagen hat, ist neuerdings Berater. Außerdem sagt man, wenn man gewonnen hat beim Schach, neuerdings nicht Schachmatt, sondern man benutzt den Begriff hab dich zerfickt, Digga. Ja. Nicht schlecht. Yay! Selbstgeschrieben! Der gewinnt Prof schon wieder, oder was? Es geht in die richtige Richtung, sagen wir es mal so. Ja. Schon Schlafen abgehalten. Uah, au. Wer ist dann mit Lesen? Weiß ich nicht. Ich bin dran mit Lesen. Okay, dann nehme ich die Karte. Oh je. Oh je. Na, der letzte wie immer Prof. Na komm. Na dann, wollen wir mal. Wie ein Kaninchen rammeln hat mich vom Schlafen abgehalten. Ja. Ja. Kommt vor. Kenn ich. Smitty Werben Jagermansen Jensen, er war die Nummer 1, hat mich vom Schlafen abgehalten. Genau, okay. Das haben wir gefragt. Die Karte ist von mir. Sehr schön. Warum? Und ansonsten. Ungeplante Analsex hat mich vom Schlafen abgehalten. Ja, finde ich gut. Ja, wer freut sich da nicht über ein bisschen ungeplanten Analsex? Grund, ja. Einen Mord zu begehen. Das passt. Einfach darum. Mensch, Prof, das ist... Ich muss jetzt vorlesen, oder? Nee, Mord ist wieder. Okay, Grund, einen Mord zu begehen. Wow, danke. Wow, nice. Grund, einen Mord zu begehen. Traitor. Bist einfach Traitor. Reasonable. Ja. Yeah. Und Grund, einen Mord zu begehen. Frauenwahlrecht. Wow. Tiebreak. Yay.
was würde Oma verstören und doch irgendwie anziehen? Oha, 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 oha. Das ist bitterböse. Genau deshalb muss ich es nehmen. Okay, okay, wie? Das ist so schlimm. Wie wollen wir gehen? Genau so. Ich bleib mal ein bisschen harmloser jetzt. Na komm, entscheidet euch. Ich muss es jetzt vorlesen. Na toll. So, let's go. Auf geht's! So, was würde denn Oma verstören und doch irgendwie anziehen? Das werden wir jetzt herausfinden. Ein Gehirntumor. Ja. Außerdem würde Oma das verstören, aber irgendwie würde es anziehen. Mit den Enkeln zwischen den Schenkeln. Okay. Wow. Außerdem würde Oma verstören und doch würde es irgendwie immer noch anziehen. Eine fette Frau mit einer Tuba verfolgen. Ist in diesem Fall die Oma die fette Frau? Ich glaube schon. Wer weiß. Yay. Juhu. Damit bin ich wieder Hinterletzter. Ah, schon wieder die Kruste. Nee, mach weiter. Noch eine andere. Ja, gib dir. Na. Wollen wir? Rausschmeißen oder? Rausschmeißen. Ja. Nehmen wir. Oder? Prof muss wieder. Ja, im Profi-Baseball wurde Stephen Hawking, der versaut redet, verboten, weil es Spielern unfaire Vorteile verschaffe. Okay. Oder im Profi-Baseball wurden Handgranaten verboten, weil es Spielern unfaire Vorteile verschaffe. Ja. Schon, wenn man es als Schon. Statt einen Ball wirft und einfach einen Pitcher wegsprengt. explosiver Durchfall. Ja. Verdammt. Ah, verdammt. Naja, explosiver Durchfall so als Antrieb. Ich glaube, es geht bis 10. Das ist, ja, 10 ist eigentlich, habe ich eingestellt. Wir warten die ganze Zeit drauf. Könnte jede Runde sein. Statt Kohle. Muss die Karte endlich mal spielen. Das dachte ich mir auch. Und wie immer warten wir auf Prof. Der braucht halt ein bisschen länger. Wenn er mal selber tippt. Natürlich, natürlich. Und ich sollte meine Karten wieder löschen. So. Ich glaube, nur Prof ist wieder dran, oder? Bin ich? Nee, ich war gerade. War ich noch vor kurzem? Bist da nicht du Zwergi dann? Ach, gerade bist da nicht du dann? Ja, ich lies vor. Scheiß drauf, ich mach jetzt einfach. Dann mach du. Alle auf einmal, was? Okay. Nee. Nee, los, Modi. Statt Kohle gibt der Weihnachtsmann bösen Kindern nun schwarze. Okay. Ja, farblich hat sich nicht viel geändert. Wow. Was denn? Ich geb nur Fakten wieder. Tja. Jemand diesen Mann canceln, danke. Muss die Socken müssen größer sein. Er hat. Modi, er kann leider nicht gecancelt werden, er macht keine Videos. Eben. Statt Kohle gibt der Weihnachtsmann bösen Kindern nun World of Warcraft. Ja. Mama, Schüssel! Sehr schön. Kenn ich nicht, aber toll. Okay. Na toll. Das ist selbst geschrieben von Prof. Das wissen wir ja. Natürlich. Ja, gut. Mama, Schüssel! World of Warcraft. World of Warcraft. Oh.
Okay. Heildarmkräfte. Oh, ich habe was ziemlich Deepes. Passt. Und wann wohl Prof den nächsten Punkt kriegt und gewinnt? Vielleicht gar nicht. Vielleicht gewinnt's noch Mordi oder ich. Wir werden sehen. Die taugen alle nichts, lalalala. Da musst du wohl wieder selbst schreiben. Fuck it, nehme ich irgendeine diesmal. Okay, ich muss, glaube ich. Ja. Die Alternativmedizin, die Homöopathie bedient sich neuerdings. Alternativmedizin, egal, Homöopathie bedient sich nun der heilsamen Kräfte von Freddy Krüger. Ja. Oder Krüger. Außerdem bedient sie sich den heilsamen Kräften von Sterben. Hm. Und sie bedient sich den neuen Kräften. Ist es nicht krank. Sie bedient sich den heilsamen Kräften von die Klöten mit Feuer enthaaren. Hm. Ja. Tiebreak. Wow. Yay. Okay. Es bleibt spannend. Gott, die Frage ist schon geil. Ja, das ist ja, geil. Oh, ich hab direkt eine Antwort. Ich hab auch was. Na, der Prof, der hat wieder keine gute Karte. Natürlich, ich hab nie gute Karten. Na dann. Du bist dran. Was lebt auf Donald Trumps Kopf? Fahrtwind, fuck, what? Okay. Was lebt auf Donald Trumps Kopf? Chewbacca. Ja. Ein Fötus. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren Föten nicht unbedingt sehr haarig. Hm. Nur wenn man sie ein bisschen länger liegen lässt. Oh Gott. Yay. Zwergi holt richtig auf hier. Ja, vielleicht gewinne ich das hier noch. Warum tut mir alles weh? Uha. Ja, okay. Scheiße, lalalala. Ja. Meins ist auch scheiße, aber lustig scheiße. Soll ich noch? Bei mir ist leider alles nur unpassend. Okay. So, wer liest es nochmal vor? Ja, Mordi. Warum tut mir alles weh? Darmkrebs. Ja, das ist ein guter Grund. Ja, warum tut mir alles weh? Base Jumping ohne Fallschirm. Auch gut. Oder warum tut mir alles weh? Blowjob während der Autofahrt. Ja. Also das letzte Mal nach Blowjob kann ich jetzt nicht behaupten, dass es dabei weh tat. Ja, außer man setzt während dem Blowjob das Auto an die Wand. Ja gut, ich meine... man nimmt die Hände hinter den Kopf, obwohl man der Fahrer ist. Ja, natürlich. Oder man selbst als Fahrer gibt den Blowjob. Egal was davon ist, ja. Timebreak! Yay! Durch Timebreak wow. Gewonnen! Yay! Ich hab gewonnen. Okay, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Ich wollte mir einen Kaffee machen und dann spielen wir noch ein bisschen Minecraft. Ich wollte Minecraft spielen. Oh ja. Wenn ihr nichts dagegen habt, dann spielen wir. Wir haben jetzt zwei Runden. Ich habe jetzt gewonnen, jetzt müssen wir aufhören. Mordi hat verloren. Prof hat einmal gewonnen, ich habe einmal gewonnen. Ja. Dann starte ich schon mal Minecraft. Und ich mache eine Kurzpause.